wenn jemand Neues ins Team reinkommt, ist es ganz wichtig, dass er irgendwas vorfindet, was ihm den Einstieg erleichtert. Ne? Ich habe jetzt irgendwie was Neues hinzugefügt, alle meine Tests sind rot. Wieso? Ne? Verstehe ich nicht. Oder ich kann nicht mehr kompilieren, ich kann nicht mehr deployen, es geht einfach nicht mehr. Also was muss ich tun, damit ich neue Funktionen schnell einbauen kann? Da hilft auch Dokumentation. Das heißt, sie hilft letztendlich, das System langfristig zu warten und erweiterbar zu machen. Über vertragliche Verpflichtungen würde ich nicht reden, wenn Software irgendwo extern entwickelt wird, muss sie in der Regel auch dokumentiert werden. Es ist also ganz wichtig, dass man da etwas Übergabefähiges hat. Was auch wichtig ist, Dokumentation, gerade über Softwarearchitektur, hilft zu bewerten, was passiert, wenn ich das Ding ändern will. Ich fasse das in 5 Jahren nochmal an. Und der Produktmanager kriegt die Aufgabe zu evaluieren, welche Auswirkungen hat dann dieser Change Request auf, wie viel Aufwand wird dadurch verursacht. Kann man auch nicht beurteilen, wenn man nicht weiß, wie das alles ineinander greift. Das sind so die Hauptargumente dafür, warum wir Dokumentation brauchen. Wenn man Dokumentation schreiben will, muss man sich angucken, wer braucht das. Wer braucht es, warum und wann? Das sind so die üblichen W-Fragen. Und bei interner Dokumentation oder Entwicklerdokumentation muss man sich halt vor allem zwei Gruppen angucken. Das ist einmal der Entwickler oder der Softwarearchitekt. Was braucht der? Und wie man sieht, ist das eine ganze Reihe. Ne? Also der muss wissen, was das System kann, was es können muss, welche Benutzer es gibt, wie es aufgebaut ist, welche Konzepte stecken dahinter, also zum Beispiel zur Authentication, Security, Encryption, all diese auch übergreifenden Sachen, die muss man kennen. Man muss wissen, welche Schnittstellen es gibt, die man bedienen muss und wie man die anspricht und welche Klassen und Methoden es gibt. Und was er auch wissen muss, das ist das Letzte hier, welche Designentscheidungen wurden getroffen bei der Entwicklung des Systems. Also warum ist das so? Weil ich zum Beispiel, ich muss Oracle anbieten, bin, ich kann keine andere Datenbank nehmen. Es hat den Grund, weil wir schon seit 10 Jahren einen Vertrag damit haben. Das sind Entscheidungen, die meistens ganz am Anfang bei der Entwicklung des Systems getroffen werden. Und wenn das nicht nur irgendwo steht und man dann nicht zufällig einen findet, der dabei war, dann weiß man nicht mehr, warum man jetzt einen Oracle-Treiber schreiben soll. Und es ist auch wichtig zu wissen, um festzustellen, ich kann die Entscheidung jetzt umschmeißen. Das war damals so, aber jetzt ist der Vertrag ausgelaufen. Ich kann jetzt irgendeine andere Datenbank nehmen, die viel einfacher zu programmieren ist. Der zweite ist der Tester. Ich finde, der hat sehr große Ähnlichkeit mit dem Entwickler, deswegen habe ich den hier mit reingenommen. Was bei dem unterschiedlich ist, ist, dass der hier unten natürlich noch die Testfalldokumentation braucht und in der Regel ist so ein Testsystem ja auch durch irgendeine Architektur charakterisiert, die man auch dokumentieren sollte. So, dann wissen wir, was die Zielgruppen sind, was die brauchen. Das müssen wir also irgendwie in die Doku reinkriegen. Den anderen lassen wir wieder raus, die anderen auch. Und Entwicklerdokumentation setzt sich für mich aus 3 großen Bereichen zusammen. Das ist einmal die Architekturdokumentation, die das große Ganze ergeben soll. Dann sowas wie Developer Guides oder Cookbooks, wie mache ich was. Und das dritte ist die Klassen- und Methodenreferenz, also die Referenzdoku zu den einzelnen kleinen Bestandteilen des Frameworks. Wenn wir von Entwicklerdokumentation reden, dann reden wir ja von, wenn wir auf die Zielgruppen gucken, auf das Mannequin, was also die Entwickler oder den Architekten repräsentiert hat. Das sind durchaus aber nochmal unterschiedliche Leute. Ne? Also ich klassifiziere die gerne mit Hilfe von 3 Personas. Das eine ist Marlene, die programmiert sofort los. Ne? Die kommt rein irgendwo, sucht sich den Code, sucht sich die Code-Kommentare, dann guckt sie sich, nimmt sie sich irgendwas, wo sie Copy-Paste machen kann und dann fängt sie an auszuprobieren. Ne? Der zweite ist Georg, der will erstmal lesen, gucken, wie funktioniert das Ganze, wie setze ich das auf, welche Bestandteile gibt es. Und der dritte, den habe ich Nikolas genannt, der liest, wenn er muss. Ne? Wenn er ein bestimmtes Problem hat, dann fängt er an zu suchen. Für den ist zum Beispiel wichtig, dass das Ganze leicht auffindbar ist. Könnt ihr euch da, findet ihr euch da wieder? Ja? Okay. Ja. Hä? Alle. Was seid ihr? Ihr seid alle Marlene oder was? Nein. Ja. 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 Ja.
immer die Kunden aus einer Person. Bei mir ist es immer bitter. Ja, das stimmt. Die trifft man häufig zusammen an, ja. Aber ich habe auch schon Kollegen gehabt, die eben gar nicht in das Cookbook geguckt haben, die tatsächlich nur sich den Code reingezogen haben. Ist auch der Name meines jüngsten Sohnes und diejenige, der es Korrektur las, sagte dann nur schelmisch, naja, hast du aus der Wirklichkeit genommen. Ist mich auch so. Gut, gucken wir uns mal die Architekturdokumentation an. Das wäre also eher was für Georg. Und Softwarearchitektur ist die Summe der Entscheidungen, die bei der Entwicklung der Architektur getroffen wurden. Das sind also Sachen, die man nicht mehr zurücknehmen kann. Die macht man ganz am Anfang. Und danach kann man das eigentlich nicht mehr ändern oder nur sehr schwer ändern. Deswegen ist die Architekturdokumentation also eine Dokumentation der Entscheidungen, die man getroffen hat. Ich habe euch mal so eine Gliederung aufgelistet. Ich gebe euch die Folien auf oder ich veröffentliche die, ist kein Problem, die findet ihr dann später. Ich will aber nicht vorenthalten, weil ich das habe. Das ist nämlich von Stefan Zörner. Der hat ein Buch geschrieben über Softwarearchitekturen dokumentieren. Das ist das da. Kann ich sehr empfehlen. Und er hat diese Gliederung, kommt aus ARC 42. Kennt das einer von euch? Ja, ich habe das Neueste mitgebracht. Das ist schön. Bei mir war es auch neu und ich dachte, ich muss mich da nicht kennen. Mache ich das seit Jahren? Aber kannte ich tatsächlich noch nicht. Habe ich vor ein paar Monaten gefunden. Das ist eine Gliederung für Software-Architektur-Dokumentation, die euch also so ein Template an die Hand gibt, wo ihr gucken könnt, habe ich, brauche ich nicht und das danach ausfüllen könnt. Da steht, also da kommt diese Gliederung her, die habe ich mir nicht ausgedacht, aber aus meiner Praxis kann ich bestätigen, dass die was taugt. Also das, wenn das alles drin ist, dann ist gut. Wichtig ist, zentrale Begriffe festlegen. Das ist etwas, was wir sehr oft machen in unseren Projekten, dass wir erstmal eine Terminologieliste machen. Das klingt blöd, aber es ist ganz wichtig, wenn man sich miteinander unterhält, dass man die gleichen Benennungen verwendet. Ne? User, Role, Privilege, Right. Mir fällt noch ganz viel ein, was alles so rumwabert, aber verschiedene Sachen eigentlich meint. Ne? Das ist ganz wichtig, dass man das festlegt. Wichtig ist auch, dass man sagt, was muss die Software können und wie grenzt sie sich von anderen Systemen ab. Also der Systemkontext ist halt angrenzende Systeme und auch die Benutzer, die das System benutzen, dass die festgelegt sind. Die Rahmenbedingungen, unter denen die Software entwickelt wurde, was ich vorhin sagte, zum Beispiel der Datenbank. Wir brauchen Oracle, wir müssen noch bestimmt eine Reihe von anderen. Wir müssen SAP anbinden, irgendwas anderes. Qualitätsmerkmale, das nennt er in seinem Buch die Heiten und die Kalten. Das sind also Skalierbarkeit, Verlässlichkeit, Performance, fällt ein bisschen aus dem Rahmen, Zuverlässigkeit, solche Sachen. Also was muss das System auszeichnen an Qualität? Robustheit gehört da auch mit rein. Dann die Stakeholder und Personas. Jetzt ist er weg. Die Risiken, wobei man da aufpassen muss, dass man nicht das Risikomanagement wiederholt. Und dann kommt das, was die Designer schon, habe ich schon gesagt, das ist das, was vielleicht die meisten unter Architekturdokumentation verstehen würden, was aber eben nur ein Teil ist. Ne? Nämlich die eigentliche Architektur. Und die kann man aus unterschiedlichen Sichten darstellen. Man kann einmal das ganz Klassische machen, Subsysteme und Komponenten. Wie ist das aufgebaut? Dann kann man so ein Schichtmodell machen. Also unten haben wir die Datenbankzugriffsschicht, oben haben wir dann die, da verlasse ich mich jetzt, ich bin kein Entwickler, die anderen Schichten. Und dann sowas wie Sequenzdiagramme, Zustandsdiagramme und Aktivitätsdiagramme, wo also übergreifend über diese Komponenten hinweg Abläufe auch dargestellt werden. Auch etwas, was wir gerade in einem Projekt machen, dass wir Sequenzdiagramme malen, weil die einzelnen Entwickler für ihre Komponenten das natürlich nie tun. Also keiner mal die Sequenzdiagramme, die Komponenten übergreifend sind. Dann sowas wie die übergreifenden technischen Konzepte und wie wird das Ganze überhaupt deployed und in Betrieb genommen. Das alles gehört in eine Architekturdokumentation. Okay, dann haben wir etwas, was sich Cookbook nennt, was wir gerne einsetzen, zum Beispiel wenn man APIs dokumentiert, also Sachen, die auch nach außen gegeben werden, veröffentlicht werden und dann ja auch entsprechend dokumentiert werden müssen.
Das sind vor allem für die zwei Jungs wichtig. Ein Cookbook zeichnet sich dadurch aus, dass es eher aufgabenorientiert ist, nach meiner Auffassung. Also man hat so allgemeine Aufgaben wie, fange ich Fehler ab, wie mache ich Event-Handling, wie mache ich Transaktionssicherheit, wie lokalisiere ich das Ganze. Das sind so allgemeine Aufgaben und dann gibt es ja die ganz klassischen Aufgaben. Was mache ich mit dem System? Also wenn ihr jetzt eine API in einem CMS bereitstellt, dann will man vielleicht wissen, wie leihe ich mir ein Dokument aus dem Repository aus. Und dann wäre das wäre so ein klassischer Use Case. Ich muss einen Benutzer anmelden, ich muss dem, der muss irgendwie Zugriff auf ein Dokument kriegen, dann muss er sich das holen können. Und das wäre so ein typischer Use Case, für den man ein Rezept schreiben kann. Und in dem Rezept steht dann halt, welche Methoden verwendet werden in der entsprechenden Reihenfolge. Wichtig ist immer in so einem Rezept, dass da auch Code mit drin ist, den man kopieren kann. Es kann Pseudocode sein. Ich persönlich finde es schöner, wenn es tatsächlich ein lauffähiger Code ist. Es ist manchmal schwierig. Also wir haben das für ein CMS mal gemacht. Da hatten wir immer so Schnipsel drin und die waren auch lauffähig. Aber das Problem ist, wenn das wisst ihr besser als ich, wenn ihr tatsächlich programmiert, dann komprimiert ihr ja auch. Ne? Man macht Ausfakturierungen, man hat Helper-Methoden, keine Ahnung. Also das, was man im Pseudocode drin hat, ist ja nicht tatsächlich das, was man in einem Programm drin haben würde. Das ist ja viel zu ausführlich, ne? Das andere ist ja optimiert. Insofern macht sich das immer gut, wenn man Beispielprogramme mit beilegt, wo dann so ein Pseudocode in den Rezepten mit drin hat und ein Beispielprogramm, wo das so ist, wie man es tatsächlich tun würde. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man hier Verweise auf die Klassen-Methoden-Referenz hat, sodass man sagt, also an der Stelle rufe die Methode auf und dann ist aber Schluss. Also die Methode selbst ist in der Referenz-Doku geschrieben, welche Parameter die hat, welche Rückgabewerte die hat und so weiter. An diesem Punkt frage ich mich, also jetzt am Beispiel des laufenden Beispiels ist es doch so, dass dadurch, dass es ja schon läuft, schon in sich dann dokumentiert wäre, dass wenn es dann halt ausreichend übermittelt ist, ist es doch an jedem Objekt viel besser dokumentiert, vor allem weil die ganzen Verweise auf Klassen- und Methodenreferenzen halt schon durch die gegeben sind. Das ist richtig. Du kannst die Beispielprogramme auch mitliefern. Das Problem, finde ich, also du meinst, wenn du das als Beispielprogramm mitlieferst? Also ich frage mich gerade das nochmal extra zu. Hier habe ich übrigens das geschrieben. Also das frage ich mich, weil ich habe es ja schon geschrieben. Ja, aber verstreut. Verstreut über deine API. Also die eine Methode steht da, die andere Methode steht da und die dritte steht weiß ich wo. Also wie weiß ein Entwickler, wenn er einen bestimmten Use Case lösen will, in welcher Reihenfolge er bestimmte Sachen macht? Das finde ich wichtig dabei. Du hast recht, es steht alles in der Klassenreferenz, hoffentlich. Aber diese übergreifenden, in welcher Reihenfolge und was für Bedingungen zum Beispiel gegeben sein müssen, also was wie Rahmenbedingungen, ne? Wenn du eine Authentifizierung machen willst, sieh zu, dass der Benutzer da ist, dass er diese Rechte hat und angemeldet ist. Ne? Das kriegst du in der Klassenreferenz nicht hin. Das ist nämlich abhängig vom Use Case. Deswegen plädiere ich dafür, das rauszuziehen als Use Case und um diese Reihenfolge darzustellen und tatsächlich so ein Rezept draus zu machen. Oder haben wir uns jetzt missverstanden? Also was, wenn wir sowas geschrieben haben, haben wir festgestellt, dass in Code-Dokumentation oft der Rahmen gesprengt wird. Ne? Du hast also erstens wenig Stellen, wo du tatsächlich Code, also Pseudocode einfügen kannst, den du rauskopieren kannst. Und du hast wenig Platz, oder es gibt zwar Stellen, aber du findest es halt nie wieder, wo du eben so Zusammenhänge erläutern kannst oder mal ein bisschen ins Konzeptionelle gehen kannst. Und das kannst du im Cookbook machen. Was ich gut fände, was später auch noch kommt, ist, wenn das beides verknüpft ist, wenn du das nicht alles wiederholst. Wenn ich auch zeigen will, also, okay. Dafür ist das da. Alles klar, also Benutzerfunktion anmelden, Benutzerfunktion Beitrag schreiben, Benutzerfunktion Beitrag speichern oder was auch immer. Genau. Okay, da, ich hatte damals, als ich mich mit dem Thema anfing, ein bisschen näher zu beschäftigen, mal geguckt, wie andere das machen. Google macht das, also die Maps API zum Beispiel, die ist genauso aufgebaut. Ne? Die hat eine schöne Referenzdokumentation und die hat Use Cases, wo genau steht, in welcher Reihenfolge man was macht.
und die dann verweist auf die Methodenreferenz. Also die Use Case, was ist wahrscheinlich der nicht das bessere? Besser als Rezept. Ja. Rezept kam von Cookbook, genau. Was ich, diese Use Cases oder die User Stories, das ist eine Sache, also es gibt ja im Prinzip für die Anwenderdokumentation schon User Stories, wenn man agil arbeitet. Das ist zum Beispiel eine gute Grundlage, um auch sich Fälle auszudenken oder Use Cases auszudenken für dieses Cookbook. Die könnte man als Grundlage nehmen. So, und dann haben wir die Klassen- und Methodenreferenz. Das ist vor allem für Marleen wichtig, aber auch für alle anderen. Und das kennt ihr alles, das sind die Code-Kommentare, also die Beschreibung der einzelnen Klassenmethoden. Das ist jetzt gemischt aus verschiedenen Entwicklungssprachen oder Programmiersprachen, Konstanten, Services, Operations, was immer ihr habt in eurem Framework, in welcher Programmiersprache ihr arbeitet. Das kennt ihr sicher auch, ne, dass das Ganze dann automatisch als HTML ausgegeben werden kann, dass man das also raus generieren kann. Und ich finde halt immer wichtig, dass das alles miteinander verknüpft ist. Also wenn wir eine Architekturdokumentation schreiben oder eben auch so ein Cookbook schreiben, dann sehen wir zu, dass es da harte Grenzen zwischen gibt. Es macht keinen Sinn, eine Architekturdokumentation, die sich nur selten ändert, irgendwie eine bestimmte, die Konstanten einer bestimmten einer Enumeration oder irgendwelche Konstanten aufzuschreiben, weil das kann sich ja im nächsten Sprint ändern. Ne? Sowas gehört in die Code-Dokumentation. Da muss es also klare Grenzen geben zu dem, was sich schnell ändert, zu dem, was sich weniger oft ändert und zu dem, was sich wahrscheinlich nur am Anfang des Projektes einmal aufgeschrieben und dann unverändert bleibt. Und deswegen macht es auch Sinn, die drei Sachen zu trennen. Also wenn ich nochmal zurückgehe. Ändert sich, muss das hier in der Entwicklung geschrieben werden, vor allen Dingen, und das bleibt relativ stabil. Deswegen macht es Sinn, das rauszunehmen und separat zu schreiben. Das ist etwas, das ist leicht erweiterbar, aber wird wahrscheinlich sich häufiger ändern, weil vielleicht kommt ein Use Case dazu, den man noch abdecken möchte. Das System wurde erweitert, also schreiben wir einen neuen Use Case. Und das ist das, was sich am häufigsten ändert. Und deswegen macht das Sinn, das in die Code-Dokumentation zu packen, weil man kann dann einfach eine neue Klassenreferenz erzeugen. Das ist also abgesehen von den User-Typen, die ich euch vorhin gezeigt habe, macht auch die Änderungshäufigkeit, entscheidet darüber, dass man das am besten trennen sollte. Plus, dass sowas wie eine Klasse- und Methodenreferenz natürlich, in der, wie du schon sagtest, in der IDE automatisch kommt, wenn ich eine API benutze. Ne? Ja, also ich bin da durch. Also wenn wir die drei Sachen haben und die ordentlich ineinander greifen, dann haben wir die Zielgruppen bedient, nämlich unsere drei Lesertypen. Wir haben den Anwendungskontext bedient und wir haben dafür gesorgt, dass die Sachen sich nicht überschneiden, was wiederum dafür sorgt, dass wir Inhalte nicht doppelt fliegen. So, das Ganze macht man in der Anwenderdokumentation auch. Das kann ich euch bei Bedarf mal gerne erzählen. So, wenn wir das alles haben, dann haben wir eine Doku, die zur Zielgruppe passt, die zum Anwendungszweck passt, hoffentlich modular ist, systemorientiert und miteinander verknüpft ist. Perfekt wird das Ganze dann auch noch, wenn man das durchsuchen kann, zum Beispiel eine Volltextsuche oder auch eine semantische Suche. So, wer schreibt Dokumentation? Wer schreibt bei euch Dokumentation? Niemand. Niemand. Mhm. Also eigentlich die Entwickler, ne? Das können sie ja alle. Tut dann aber keiner. Also ich finde, gute Dokumentation entsteht in so einem interdisziplinären Team. Ne? Also ich bin ja als technischer Redakteur oder Redakteurin schon seit ein paar Jahren unterwegs und arbeite viel mit diesen interdisziplinären Teams und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, weil wir sind keine Entwickler und wir wollen auch gar keine Entwickler sein. Wir haben eine ganz andere Sicht. Ne? Wir kommen von der User-Sicht, wir gucken, was gibt es für Use Cases, die man abdecken muss, wie sind die Zielgruppen, wann braucht man das Ganze, welche Info muss warten, wohin, und das können wir ganz gut strukturieren und auch formulieren. Das ist etwas, was Entwickler in der Regel nicht mitbringen. Was Entwickler natürlich gut können, ihr wisst, was eure Zielgruppe braucht. Ihr wisst, was ein Entwickler braucht, der neu im Projekt kommt. Was für Infos muss der haben? Was muss der wissen, wenn er eine neue Funktion einbauen will? Ihr kennt eure API, ihr kennt eure Methoden,
ihr wisst, welche Parameter daran hören, das müsst ihr aufschreiben. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Was wir euch machen können, ist die Sachen vorstrukturieren, wir können Terminologie festlegen, wir können eben diese Informationsarchitektur entwerfen und ihr füllt dann die Sachen dort ein. Das ist zum Beispiel eine Kooperationsmethode, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe. Weil es hat jeder seine Stärken und Schwächen und wenn man das ergänzt in so einem Team, dann kommt da ein gutes Ergebnis bei raus, meiner Erfahrung nach. Die ist weiblich, weil es sind oft Frauen. Und dann gibt es noch den Produktmanager. Was der mitbringt in so einem Team ist, der weiß, was die Anwender wollen, der hat diese User Stories oft. Der weiß auch, welche Anforderungen an die Software bestehen, also welche Funktionen abgedeckt werden müssen. Und das ist einer der wenigen oft, die den Blick auf das Gesamtsystem haben. Und insofern ist das auch ein wesentlicher Part in so einem Team. Wenn die drei zusammenwirken, entsteht gute Doku. Zwei Fragen. Würdest du sagen, dass die Dokumentation fortlaufend während des gesamten Projektverlaufs mit erfolgen würde? Okay. Und welchen Umfang, also welchen Anteil der Dokumentation würdest du beim Projekt so Pi mal Daumen als Faustformel veranschlagen? Das ist sehr schwierig, weil das hängt davon ab, was das für ein System ist. Also wenn du so ein Verhältnis haben willst zwischen Redakteur und Entwickler, dann ist das, weiß ich nicht, so 8 bis 10 Entwickler, ein Redakteur. Das ist das, wo es sich anfängt zu lohnen, wo du Vollzeit arbeiten kannst. Was wir festgestellt haben, dass man, also Redakteure gehören von Anfang an mit eingebunden. Der Produktmanager ist ja eh mit dabei. Redakteure müssen von Anfang an mit dabei sein, weil die sowas zum Beispiel machen wie Terminologie festlegen oder auch diese Use Cases festlegen aus den User Stories. Und das wird schon relativ klar am Anfang. Dann können die schon loslegen. Das sind auch die Grundlage auf die Dokumentation. Das macht auch Sinn. Ja, natürlich. Was man. Dazu noch ganz kurz ergänzen. Das Schöne ist, wenn man einen Redakteur im Projekt hat, dann kann der nämlich noch mehr. Der kann zum Beispiel mal über die Oberfläche gucken, mal schauen, ob da die Sprache auch stimmt. Der kann User Stories, das machen wir auch, wir schreiben User Stories. Wir sind die ersten Tester in der Software und der Anwendung. Also wenn man diese Ressource technischer Redakteur gut nutzt, dann schafft man das eben auch, den von Anfang an mit auszulassen. Und gibt es ein Document Management System dafür? Das sind total. Kommen wir gleich. Kommen wir gleich dazu. Also es gibt einen ganzen Zoo von Redaktionssystemen. Die haben aber das Problem, dass sie Entwicklerdokumentation in der Regel nicht einbinden können. Also ich komme da gleich zu und du wirst gleich noch was zeigen. Im Wiki kann man sowas ganz gut machen, dass man Sachen zusammenbringen kann. Genau, Tools. Entwicklerdokumentation wird oft geschrieben in UML-Tools, dann die Konzepte in Word-Dokumenten und Code-Kommentare im Code, klar. Und dann schreibt man gerne Wikis, das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Anwenderdokumentation, also das, was wir in der Regel schreiben, da ist jetzt viel XML-gestützte Dokumentation drin, also was wir Oxygen zum Beispiel oder Epic, dass wir da drin unsere Dokumentation schreiben. Wir benutzen auch FrameMaker, InDesign, wir benutzen auch Word, leider immer noch. Und ein Krampf, InDesign ist auch ein Krampf. Und wir benutzen Wikis. Und da gibt es eine Schnittstelle, ne? Mein Traum wäre, dass man eine gemeinsame Basis schafft. Und wenn Entwicklerdokumentation und wenn interdisziplinäres Team, dann wäre es auch klasse, wenn man im selben Tool schreibt oder zumindest später alles zusammenführt. Die Anforderungen dafür sind, dass es versionierbar ist, weil ihr habt Branches, die ihr pflegt, das gilt für die Dokumentation auch. Es muss modular sein, damit ich ein Konzept nicht an zwei Stellen erläutern muss, sondern das wiederverwenden kann. Es muss online verfügbar sein, man muss gemeinsam dran schreiben können, muss Code-Kommentare reinkriegen und UML-Diagramme reinkriegen. So, all diese Voraussetzungen erfüllen im Moment eigentlich nur zwei Formate, nämlich Wikis und XML. Wikis bieten die Möglichkeit, also wir haben schon Wikis geschrieben für Entwicklerdokumentation. Da haben wir zum Beispiel eine SOA-Architektur dokumentiert. Da haben wir das XML, was wir aus der Web-Schnittstelle gekriegt haben, halt dann im Wiki abgebildet. Was man auch machen kann, ist
UML-Diagramme zum Beispiel erzeugen, in Grafikformat aufs Netz ablegen und die automatisch in Wiki einbinden, dass es also Teil des Bildprozesses ist. Das ist auf jeden Fall, es gibt dafür kein fertiges System, also den Zahn muss ich euch ziehen. Es gibt halt diesen Zoo an Wikis, UML-Tools und Word ist immer noch sehr groß vertreten und in den Firmen, die ich kenne, gibt es das alles. Und es gibt einige Firmen, die angefangen haben, das in einem Wiki zusammenzufassen. Da kann man zum Beispiel vom Wiki aus auf die Code-Dokumentation zugreifen. Was ist jetzt genau die XML? Ist das ein Programm gemeint oder bin ich aus? Nee, das Datenformat tatsächlich. Okay. Also, wenn man Tools, dann müsste hier natürlich XML-Dokumentationstool stehen, wenn man es ganz richtig macht. Ja. Also, ich habe das vorhin schon. Wer macht sowas? In der Dokumentation ist es Standard, absoluter Standard. Dieter zum Beispiel ist der Dokumentationsstandard von IBM entwickelt, der für Software-Dokumentation verwendet wird. Wissen die wenigsten Entwickler, dass wir schon, also wir sind so vor, in unserer Branche so vor 10 Jahren auf XML umgeschwenkt, weil das uns die Möglichkeit bietet, alle Online-Formate ganz bequem zu generieren. Ne? Also aus XML eine Online-Hilfe zu machen oder eine Website ist sehr einfach. Und dann, naja, ein bisschen XSLT und dann hast du es. Ne? Also, ja, man braucht einen Entwickler für, aber. Ja. Ja, mein Kollege wird mit viel Schokolade gefüttert. Ja, da gibt es aber Standardlösungen. Also ich meine, es gibt FrameMaker zum Beispiel, hat eine Anbindung ans Dieter Open Toolkit. Da sind die Skripte schon drin für verschiedene Online-Formate. Ich habe das hiermit aufgezählt, weil wir zum Beispiel in einem Projekt sowas machen, das habe ich eben schon erzählt, dass wir, da schreiben wir eine Datenbankspezifikation, eine Compiler-Spezifikation, das machen wir in XML. Und wir erzeugen daraus HTML und führen auf einer Drupal-Website das alles zusammen. Die Code-Kommentare werden nach HTML generiert. Wir machen aus unserem XML HTML das Ganze, schmeißen wir auf eine Website zusammen. Das heißt, es gibt für jedes Release auf der Website einen Bereich und da findet man alles drin. Von Code-Dokumentation über die bis hin zur Architektur-Dokumentation und zur Compiler-Spezifikation. Das Ganze ist also richtig eingeordnet und über eine Volltextsuche erschließbar. Und das hat sich echt bewährt. Ne? Also es kommt aus unterschiedlichen Quellen, aber wird dann letztendlich in einem Medium veröffentlicht. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu machen.